Ja, hallo liebe Erzählfreunde, willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich mal wieder einen Einsteigerflieger für euch von der Firma Pichler. Und zwar den Nachfolger vom beliebten Domino 4, den Domino 5. Das ist, ja, wie gesagt, ein Einsteigerflugzeug, besteht aus EPO, also super stabiles Material. Der wird gesteuert über 4 Kanäle, das heißt, wir haben Höhe, Seite, Querruder und Motorsteuerung. Ich habe den jetzt hier in der RTF-Version mit Fernsteuerung dabei. Hier ist also noch eine Gigaprop 4 Fernsteuerung mit dabei. Den gibt es aber auch ohne Fernsteuerung in dem Single-Set, sage ich jetzt mal. Ihr bekommt den in 2 verschiedenen Farben, einmal blau-rot und einmal in grün. Wir haben hier eine Spannweite von ungefähr 1,42 Meter und eine Länge von 960 mm und ein ungefähres Abfluggewicht mit Akku von 590-600 Gramm. Genau, ja, ich zeige euch heute mal in dem Video, was alles mitgeliefert wird bei der RTF-Version und bei der normalen Version. Wir bauen den Flieger mal zusammen, das geht nämlich auch super schnell. Und dann gehen wir natürlich auch noch fliegen und dann gibt es am Ende noch ein Fazit. Und ich würde sagen, wir legen sofort los. Viel Spaß und bis gleich. Zeige ich euch mal, bevor wir den Domino 5 zusammenbauen, einmal etwas genauer, was im Packungsinhalt mit drin ist. Alles fängt natürlich mit der Bedienungsanleitung an. Die haben wir hier einmal in Deutsch und Englisch. Dann haben wir natürlich die Tragfläche dabei. Die ist hier zweigeteilt und komplett ausgestattet schon mit einem Mikroservo von Pichler. Die Ruderanlenkungen sind schon montiert. Die Ruder sind schon fertig angeschlagen. Hier am Ende kommt das Servokabel raus. Das wird nachher zusammengesteckt nachher. Das Dekor ist schon aufgeklebt. Sieht auch alles wunderbar und schön aus. Alles sauber gemacht. Dann haben wir noch eine Carbonstange, um die Tragfläche zu stabilisieren. Das wird nachher einfach durch den Rumpf und in die beiden Tragflächen reingesteckt zur Stabilisierung. Dann ebenfalls fertig montiert ist das Höhenruder natürlich dabei. Das muss nachher nur noch angeschraubt werden. Das Ruderhorn ist hier schon montiert. Die Ruder sind auch schon angeschlagen. Hier müssen wir nachher nur noch die Ruderanlenkung einhängen und das Heck im Grunde hinten an den Rumpf anschrauben. Genauso wie das Seitenleitwerk. Hier ist auch schon alles vormontiert. Das Ruder, die Ruderanlenkung bzw. Ruderhorn ist hier schon montiert. Hier haben wir auch die Befestigung nachher für an den Rumpf. Das wird auch einfach nur angeschraubt und die Ruderanlenkung an das Ruderhorn angeschlossen. Auch das Dekor ist hier schon wunderbar draufgeklebt. Dann haben wir natürlich den Hauptrumpf noch. Hier oben im Dom ist der Brushless-Motor eingebaut. Wir haben hier hinten die Ruderanlenkung für Höhen- und Seitenruder. Wir haben hier noch die Carbonstange für die Stabilisierung des ganzen Rumpfes und des Heckleitwerks. Hier vorne im Cockpit, da können wir die Cockpit-Kanzel aufmachen. Das ist ein bisschen umständlich, weil hier keine Griffe dran sind. Da muss man so ein bisschen drücken. Na, das ist hier magnetisch festgemacht mit 2 Magneten. Die Haube hält aber super stabil. Hier drin haben wir dann noch einen Brushless-Regler, einen 20 Ampere Pulsar. Und wir haben noch einen Empfänger dabei, und zwar ein Master Gigaprop 6 Empfänger, also ein 6-Kanal-Empfänger schon. Ja, wir haben hier vorne natürlich auch noch 2 Servos eingebaut für Höhenruder und Seitenruder und eine Holzplatte, wo wir nachher den Akku drauf befestigen können. Dann haben wir noch ein Zubehörtütchen mit im Paket enthalten. Da ist dann einmal drin der Propeller mit dem Propellerhalter. Der wird auf die Motorwelle geklemmt. Wir haben noch einen kleinen Kreuzschraubendreher. Wir haben noch für die Befestigung des Akkus hier so ein Klettband dabei und wir haben noch 4 Schrauben, um das Heck zu befestigen bzw. um den Flieger zu montieren. Mehr braucht man dafür nicht. Und als Sonderzubehör für die Ready-to-Fly-Version gehört natürlich noch ein LiPo-Akku dazu, und zwar ein 1300 mAh 3S LiPo-Akku von FlightZone. Und das passende Ladegerät natürlich auch noch ist im Lieferumfang der Ready-to-Fly-Version enthalten, inklusive Stromkabel. Und ganz besonders natürlich die Gigaprop 4 Fernsteuerung inklusive des eben gesehenen 6-Kanal-Empfängers. Da haben wir noch einen kleinen Beinstecker dann dabei und natürlich auch noch die Bedienungsanleitung für die Fernsteuerung. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal den Flieger zusammen und dann gehen wir natürlich fliegen. Ja, hier sehen wir nochmal alle Teile, die zum Bau des Fliegers benötigt werden. Der Bau geht auch super schnell. Wir müssen nichts kleben. Wir brauchen einzig und alleine nur diese 4 kleinen Schrauben hier. Wir können den mitgelieferten Kreuzschraubendreher verwenden. Das Einzige, was man vorher noch machen sollte, ist gucken, dass die Ruder freigängig sind bzw. sich locker bewegen lassen, so wie hier das Seitenruder. Das ist hier bei dem Höhenruder ein bisschen schwergängiger gewesen. Da muss man einfach mal so ein bisschen hin und her wackeln, vorsichtig, und das ein bisschen lösen hier, damit das auch frei läuft, damit das Servo nachher nicht zu viel Arbeit leisten muss. Bei den Haupttragflächen ist das auch schon erledigt, weil da sind die Servos ja auch schon montiert.
Und ich würde sagen, wir bauen das Ding jetzt mal zusammen. Ja, nachdem mechanisch alles zusammengebaut ist, das hat auch alles wunderbar funktioniert. Man muss nur hinten am Höhen- und Seitenleitwerk das Gestänge etwas anpassen, beziehungsweise die Gabelaufnahme für die Ruderhörner etwas reindrehen, damit die Gestänge von der Länge her passten, dass die Mittelstellung der Servos auch ungefähr Neutralstellung der Ruder sind. Das ging aber alles wunderbar. Dann geht es an den Elektroeinbau, beziehungsweise bei der RTF-Version ist ja schon alles eingebaut. Da habe ich jetzt einfach nur den Empfänger hier auf die linke Seite noch mit Spiegeltape geklebt und auf die andere Seite habe ich den Regler dann geklebt mit Spiegeltape. Den Akku habe ich jetzt hier vorne so positioniert, dass wir ungefähr laut Anleitung von Vorderkante Tragfläche 80 mm zum Heck hin haben wir den Schwerpunkt in optimalen. Das ist genau hier an der Spitze des Aufklebers. Oder auf der Unterseite der Tragfläche genau die Stelle, wo im Prinzip das Servokabel entlangläuft. Das sind ungefähr diese 80 mm, dass er dann ungefähr im Gleichgewicht ist. Ich habe das Akku-Strap etwas nach hinten gemacht, das war ja vorne fest. Das passt aber hier wunderbar. Hab den Akku dann auch mit dem Klettband hier festgemacht, dass er hier fest sitzt. Habe die Kabel noch ein bisschen mit Kabelbinder hier festgemacht, damit die nicht sich im Servoweg verfangen können. Ansonsten hat das auch alles wunderbar funktioniert. Wir haben einen optimalen Schwerpunkt von 80 mm. Ich nutze ja hier die Master Gigapop 4 Fernsteuerung, die dabei war. Hier hat man natürlich nicht die Möglichkeit, mit Subtrim noch irgendwelche großen Einstellungen zu machen. Wir können hier nur die einzelnen Servowege trimmen, ganz, ganz normal mit den Trimfunktionen. Deswegen sollte das mechanisch schon einigermaßen ausgeglichen sein. Wenn man natürlich mehr Möglichkeiten haben möchte zum Einstellen, könnte man auch die Gigapop 6 Fernsteuerung nehmen. Hiermit kann man natürlich alles komplett wunderbar programmieren und einstellen. Hier hat man dann auch ein Subtrim, Dual Rate, Expo und alles dabei. Aber das sollte eigentlich mit der Gigapop 4 Fernsteuerung funktionieren. Das sehen wir dann beim ersten Flug. Ja, und ich würde sagen, das war es jetzt mit dem mechanischen Zusammenbau, mit dem elektrischen Zusammenbau. Gebunden ist das schon alles in der RTF-Version, die beiliegende Fernsteuerung mit dem beiliegenden Empfänger. Da müsst ihr euch nicht drum kümmern. Falls ihr eine Gigapop-Fernsteuerung habt, eine separate und binden wollt, könnt ihr im Video, was ich euch oben verlinke, nochmal sehen in meinem Video, wie man die bindet, die Fernsteuerung mit dem Empfänger. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, gehen wir jetzt einfach mal fliegen.
Ja, kommen wir am Ende beim Domino 5 auch zu einem kleinen Fazit. Ich muss sagen, der fliegt wirklich sehr ruhig. Man kann ihn langsam fliegen, man kann ihn schnell fliegen. Klar ist jetzt keine Rakete, aber ist er immerhin auch ein Anfängerflugzeug. Ihr habt aber gesehen, er hat genug Power, um auch ein Looping zu fliegen. Von daher würde ich sagen, ist er klar auch für Anfänger sehr gut geeignet. Was ich hierbei auch sehr gut finde, ist, dass hier im Cockpit wirklich viel Platz ist. Man hat hier keine Platzprobleme, hier einen Akku unterzubringen irgendwie oder den Empfänger und den Regler. Man hat wirklich sehr viel Platz. Das hat man jetzt nicht wirklich oft bei solchen Modellen. Der Antrieb reicht auch völlig aus für Anfänger. Was ich auch sehr gut finde, ist diese Steckversion der Tragflächen, dass man die nur ineinander stecken muss. Man muss hier nichts schrauben. Zum Demontieren jetzt, zum Transportieren auf den Flugplatz, ist es ein bisschen umständlich, sage ich mal, weil man ja immer die Servostecker ausstecken muss, wenn man die Tragflächen auszieht. Entweder macht man sich dann einen Schnellverschluss oder ein Verlängerungskabel, damit man gut an die Servokabel drankommt. Oder transportiert ihn halt komplett fertig gebaut, ist eigentlich immer noch am einfachsten. Was ein bisschen schade ist, dass die Haube hier vorne keine Griffmulden hat. Es ist immer ein bisschen umständlich, die abzuziehen. Man muss hier richtig schön reingreifen, dann kann man die abziehen, weil die Magnete wirklich gut halten. Das ist natürlich auch praktisch für den Flug, dass die nicht von alleine abgehen kann. Die Steuerung über die Gigapop 4 Fernsteuerung funktioniert auch wunderbar. Das habe ich ja im Test jetzt oder in dem Video jetzt auch gemacht. Hier muss man natürlich allerdings sagen, muss der Flieger mechanisch wirklich richtig gut eingestellt sein, weil man hier ja nur wirklich trimmen kann. Man kann sonst hier keine Einstellungen machen bei der Gigapop 4 Fernsteuerung. Wenn man da mehr Möglichkeiten haben möchte, kann man natürlich sich auch die Gigapop 6 Fernsteuerung besorgen. Da habe ich ja mal ein Video gemacht zur Gigapop 4 und zur Gigapop 6. Das könnt ihr euch hier oben mal anschauen. Ansonsten für den Einstieg und bei der RTF-Version ist der Sender ja dabei, reicht ja vollkommen aus. Man muss halt den Sender, sage ich mal, gut mittig einstellen, dass man da möglichst nicht mehr viel einstellen muss. Und man hat natürlich hier nicht die Möglichkeit, Expo und Dual Rate einzustellen. Ist aber ehrlich gesagt bei dem Flieger eigentlich auch gar nicht nötig. Ja, ich würde sagen, das war es jetzt zu dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Schreibt sehr gerne einen Kommentar unter das Video, wie ihr den Flieger findet, ob ihr vielleicht einen habt. Oder ob ihr Anfänger seid, ob ihr Fortgeschrittene seid. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Wer noch nicht hat, kann meinen Kanal natürlich sehr gerne abonnieren. Dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.